Endlich, endlich, die drei Fragmente sind wieder vereint. Diese Symbole der Macht sind nichts für euch zwei, ihr seid dafür nicht geschaffen. Ich allein bin der rechtmäßige Träger des Triforce. Übergebt mir die Fragmente, ich befehle es. Abgelehnt, Fehlverweigerung. Dring, ich kann dir nicht helfen. Die Aura des Bösen ist zu mächtig. Tut mir leid, Dring. Großmeister des Bösen, Ganondorf. Okay. Die muss ich vermutlich zurückschlagen oder so. Probier's mal erst mit dem Schild. Und dann mit dem Schwert. Mit dem Schwert scheint das ganz gut zu funktionieren. Okay. Also angreifen kann ich ihn noch nicht. Und zurückschlagen. Und komm schon. Und nein! Na, das ist zu... Boah, zieht das viel. Wenn ich jetzt mal einen Teil dieses von der Fee nicht hätte, dann hätte ich jetzt 3 Herzen dazu bekommen. Oh Mann. Okay, zum Glück bin ich da. Habe ich da gefailt, so dass ich mir diese Rüstung. Ich sag dazu jetzt mal Rüstung, dass ich mir die Rüstung geholt habe. Ich glaube, ich zieh mal. Nee. Die freie Ausrüstung geht eigentlich auf. So. 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 Nee, da kann ich leider noch nichts machen. Ja. Das sieht wohl jetzt ein bisschen langweilig aus, aber ich habe keine Ahnung, was ich sonst noch machen soll. Shit, jetzt gehen sie schneller. Und jetzt muss ich mich gerade konzentrieren. In Sachen Timing bin ich nämlich in der Regel ziemlich schlecht. Aber im Moment sieht das, ja. Nee, ich sag das jetzt nicht. Weil dann, habe ich wieder das Gefühl für Timing verloren. Ja. So. So. Scheiße. Ah, Mist. Ah. Ich hasse jetzt solche Aufgaben, weil ich da mal richtig versage. So, 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 so. Das war knapp. So. So. Nein, das war zu gut. Okay, ich glaube, ich versuche mich jetzt mal am Schatten zu orientieren, den das Teil wirft. Oder an diesem Lichtkegel quasi. Sobald es etwa über der Schlucht ist. Was soll man denn gegen den machen? Also ich versuche jetzt gleich mal was, wenn er geschockt ist. Aber ich denke mal, das funktioniert nicht. Naja, probieren geht über studieren. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ist ja doch mal geschockt. Doch, es hat funktioniert. Scheiße, abhauen. Was wollte mir der Navi gerade über ihn sagen? Ich habe gerade leider nicht zugehört. Ich hätte nicht gedacht, dass das funktioniert. Damit weiß ich ja jetzt,
Was sagt mir Navi denn über ihn? Ganondorf, Großmeister des Bösen. Ich habe keine Ahnung, wo sein schwacher Punkt liegt. Scheiße, abhauen. Okay, aber jetzt wissen wir, wie er zu besiegen ist. Und sein Mantel kriegt auch schon Schwächen. Bams. Bams. Langsam habe ich den Dreh an. Ja, scheiße. Naja, langsam habe ich den Dreh raus. Jetzt habe ich es gesagt. Heißt, ich, das war knapp. Fast hätte ich ihn nicht mehr erwischt. Abhauen. Ja, sein Mantel sieht auch schon ganz schön lädiert aus. Komm schon. Und ab. Ah, das war jetzt zu spät. Ja, ich sollte mich nicht so auf Sicherheit quasi berufen. So, zurückschlagen. Also ich weiß jetzt auch nicht, ob man den Item dann auch schocken kann, wenn wenn er nicht vom Ball getroffen ist quasi. Aber naja, das will ich gerade auch nicht ausprobieren. Dafür kann ich das ja jetzt einfach machen. So, schnell rüber und dann 1, 2, 3, 4. Shit. Okay, noch weiter. Sein Mantel wird auch immer lädierter. Schön. Oh, 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 oh. Ich glaube, die muss ich zurückschlagen. Oder einfach nur ausweichen. Das kann auch sein. Bam. Bam. Scheiße. Okay, noch einen Ball, dann muss ich meine erste Fee benutzen. Gut. Okay. Ja, jetzt habe ich gerade einen anderen Blickwinkel, deswegen muss ich mal gucken. Und bam. Und dann. Shit, jetzt muss ich schnell rüber. Und auf ihn einschlagen. Abhauen. Wer jetzt macht da wieder seine. Ah ne, doch nicht. Ich dachte, er macht diese komische Urknall, was auch immer, Attacke. Ich hoffe einfach, ich hab ihn gleich. So. Also so und. Schnell noch schocken und. Probieren wir immer die falsche Knöpfe. Okay, erste Phase müsste damit beendet sein. Hoffe ich jetzt mal. Ich, der Großmeister des Bösen, geschlagen von einem Kind. Das darf nicht sein. Dring. Der ist doch noch nicht tot. Das können die Entwickler mir doch nicht erzählen. Was passiert jetzt? Oh Mann. Wo bin ich hier? Oder ist er so noch nicht tot? Also der Kampf war dafür für meinen Geschmack viel zu einfach. Also wenn man dagegen mal zum Beispiel Twilight Princess oder Wind Waker, naja, okay, diese Trader-Schienen, aber wenn man die beiden dagegen mal sieht, dann ist das schon ein Unterschied. Also Twilight Princess, der Kampf ist, sagen wir es so, er ist leicht lang. Ganondorf, bemitleidenswert, nein, Ganondorf, bemitleidenswerte Kreatur. Da ihm der Sinn für Gerechtigkeit fehlte, konnte er die Macht der Götter nicht nutzen. Was passiert hier? Oh nein.
Dring, hör zu, der Turm stürzt in sich zusammen. Das ist Ganondorfs letzte böse Tat. Die Trümmer sollen uns zerschmettern. Schnell, wir müssen fliehen. Schnell, folge mir. Okay, lauf voran. Und ich habe keinen Fehl benutzt. Das ist, Oh, und ich bin wieder voll. Ja, lauf. Ich soll dir eigentlich folgen, aber jetzt gerade habe ich dich überholt. Dazu sage ich mal nichts, ne? Okay. Gut. Gut gemacht, Zelda. Und natürlich trifft mich ein Stein, während ich in dieser komischen Cutscene bin. Ah, da ist sie ja. Man sollte ihr auch folgen. Ah, die könnte einem auch eigentlich auch mal folgen. Und ich werde gleich mal wieder einen Stein auf mich drauf. Der mich einfach so aus. Nee, Glück gehabt. Der mich einfach so aus dem Prinzip trifft. Ja. Lauf. 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 Ja, natürlich geht sie einfach darüber. Oder ist sie gesprungen? Ich habe das gar nicht richtig gesehen. Ich glaube, sie ist einfach rübergelaufen. Ja. Dann lauf mal. Bla bla bla. Komm schon. Also bis jetzt ist diese Flucht aus dem Turm nicht sonderlich spannend. Ja. Also hier schnell lang. Lauf! Kleine. Es ist einfach nur immer rumlaufen durch eine Tür. Rumlaufen durch eine Tür. Rumlaufen durch eine Tür. Rumlaufen durch eine Tür. Was ist jetzt passiert? Nein. Nicht noch, oder? Okay, bei den Viechern muss ich mich beeilen. Greif an, Mensch! Oh. Der erste ist besiegt. Hier noch der zweite. Ja, das war mal wieder sehr gute Reaktion. Gut so. Hab Dank, Ring. Schnell, lass uns fliehen. Herze! So, schnell weiter. Mach die Tür auf. Mach das Tor auf. Mach was auch immer auf. Gut so. Gut gemacht, Zelda. Dann schnell hier durch. Bin gehetzt. Lauf. Ist kein Kindergeburtstag hier. Das war knapp. Schon. Ich werde jetzt nochmal gefangen und dann sind da wieder so scheiß Gegner und deswegen werde ich es nicht schaffen. Ja, tut mir leid, wenn ich jetzt ein bisschen schneller rede. Bin ein bisschen gehetzt quasi. Okay, hier haben wir Lauf noch einmal irgendwie durch den ganzen Raum durch. Mache ich auch immer. Natürlich so, dass mich auch schön Steinbrocken trifft. Gehört zu meinen Standarddisziplinen. Lauf, lauf, lauf. Wir haben nicht bis ans Ende aller Tage Zeit. Ja, haben wir in gewisser Weise schon, weil dann ist ja. Dann ist ja das Ende, also hat man bis dahin ja echt Zeit. Interessante Einstellung, muss man mal eventuell überprüfen. Lass mich.